Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 9. Wir sind hier auf der Suche nach Euelwerd, hieß das, glaube ich. Dort sollen wir jetzt nämlich hin. Das ist ein Auftrag, den wir von Kutja bekommen haben. Und ja, ich will nur erstmal ganz kurz schnell zurück zur Hildegard, wo auch immer die war. Weil man dort Sachen einkaufen kann. Und das ist halt so ein ganz tolles Feature, was ich gern nutzen würde, weil ich von manchen Dingen vielleicht nicht mehr alles voll habe. Deswegen begebe ich mich da einmal ganz schnell hin. Die Kämpfe werde ich wohl jetzt rausschneiden, deswegen bis gleich. So, sehr schön. Die Kämpfe gegen diesen halt auch nicht sonderlich schwer. Refleck und Level Up, sehr schön. Das ist doch wundervoll. Gucke ich gleich mal bei Aiko. Nee, Quatsch, hier war Aiko. Hier lernst du noch, hier bist du fertig, hast du was Neues? Nein. Hier hast du auch nichts Neues? Nein. Ah, okay, du lernst noch Karfunkel, alles klar, gut, das wusste ich ja jetzt nicht. So, jetzt ist noch die Frage, wo ging es? Da, okay, dort, ich sehe es schon, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe auch weiterhin keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Aber dort hinten schon bei diesem Morast? Ich glaube nicht, oder? Da sollte ich mich vielleicht auch mal hinbegeben. Vielleicht gibt es da relativ spannende Dinge, die uns mal gut weiterhelfen könnten. Oder so. Oh Gott, wie diese ganzen Kaktoren. Gut, jetzt habe ich rausgefunden, wie so ein Kaktor funktioniert. Ich wusste ja nicht so wirklich, wie man eigentlich gegen Kaktor kämpft. Ich kannte die Gegner zwar, aber ich wusste nicht so wirklich, wie man gegen die kämpft. Jetzt habe ich es rausgefunden. Die machen ihren Konter mit diesen 1000 Stacheln halt nur, wenn die in der Erde sind. Wenn die angreifen, wenn die in der Erde sind. Ja gut, das wusste ich halt nie. Ich habe noch nie in irgendeinem Fantasy gegen Kaktoren gekämpft. Ich glaube, die wurden im 5. oder 6. Teil eingeführt. Wir haben auf diesem Kanal bisher Teil 1 bis 4 gehabt, deswegen. Ich habe zwar Teil 7 gespielt, aber gab es da Kaktoren? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn ja, habe ich nie einen gesehen. Und Teil 10 habe ich nur in der Let's Play gesehen. Und da habe ich halt nie so wirklich drauf geachtet. Das ist so das Ding. So. Ich würde sagen, ich kaufe jetzt hier von jedem noch ein bisschen was. Dass wir halt auch richtig gerüstet sind. Für alle... Was ist das denn? Infektion, alles klar. Alle Heilmittel können wir immer gut gebrauchen. Baldrian, klar, her damit. Und wir haben kein Geld mehr. Egal. Ich habe halt wirklich alles direkt aufgebraucht. Sehr schön. So, einmal so. Und dann machen wir es einmal ganz kurz so. Und dann passt das, denke ich mal. Okay, und jetzt suchen wir nach erst will ich den, Morasta. Wir haben jetzt aber auch Quina gar nicht dabei. Das ist relativ uncool, glaube ich, irgendwie. Das ist relativ uncool, irgendwie. Naja, was soll's. Übrigens, das hier sind Katlebos. Das habe ich gar nicht in dem Part, wo wir gegen den ersten Mal gekämpft haben, gesagt. Deswegen wollte ich das nochmal ganz schnell anmerken. Chakra hast du gelernt. Spannend. Worauf war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Hierauf. Gut. Dann kannst du direkt die hier bekommen. Weil Konter lernst du auch hier drauf. Und ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Geld und Leben brauchst du nicht. Okay. Moment, war der gerade besser? Ja, der ist größtenteils besser, deswegen nehme ich den mal. Sehr schön. Gut, jetzt gucken wir noch in die Morast rein und dann... Ja, kurz davor kommt noch ein Kampf, super. Und dann begeben wir uns hier weg. Sind hier vielleicht irgendwo Chocobo-Spuren? Das wäre relativ super, dann könnte ich nämlich einfach einen Chocobo rufen und es würde ja voll super durchkommen. Ich weiß, ich kann die Kämpfe auch ausstellen, aber eigentlich bin ich kein Freund davon. Weil es halt... Ich weiß nicht. Klar, auf Chocobo... Wenn ich einen Chocobo rufen würde, hätte das genau den gleichen Effekt, aber... Ich mag es halt irgendwie mehr, wenn man so...
Jetzt hört man nicht einmal, was ich eigentlich sagen wollte. Egal, vergesst es. Auf jeden Fall würde ich hier mal Chocobo rufen, als die Kämpfe so vom Spiel aus auszustellen. Genau. So, hoffentlich lernt Aiko bald mal das, was auf ihren Stab da drauf ist, weil der Stab ist relativ scheiße und deswegen würde ich ihr gerne mal den Arm geben. Dass sie ein bisschen besseren Angriff hat. Und da hat sie es gerade gelernt. Als ob Aiko mich hören würde. Sehr schön. Dankeschön, Aiko. So. Was bekommst du dann jetzt? Den hier. Guck mal, das ist auch in allen Belangen besser als der andere Stab. Wundervoll. So, hi. Na, was geht ab? Der wird wieder genauso aufgebaut sein wie der andere Morast. Ich werde halt mal gucken. Wäre jetzt Quina hier, könnte ich hier voll die Frösche fangen. Ja, muss ich dann irgendwann nochmal mit Quina herkommen. Der ist aber relativ... Der ist relativ cool. Hier hat man viel Freiraum, um die Frösche zu bekommen. Ja, das ist... Ja, definitiv. Also... Hier will ich definitiv irgendwann mal mit Quina hin. Gut. Ja, ich wollte halt nochmal in den Morast reingucken, um wirklich sicher zu gehen, dass der genauso aussieht. Ja, sieht er. Größtenteils zumindest deswegen. Können wir jetzt wieder gehen und nach euer Wert suchen. So, sind hier irgendwo Chocobo-Spuren vielleicht? Das wäre ziemlich super. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Zumindest hier nicht, in diesem Gebiet. Okay, dann, ja, laufen wir halt dahin. Ich weiß halt auch nicht mal, wo das wirklich ist, das euer Wert da. Das sollte ich dann vielleicht mal irgendwie rausfinden. So. Ich finde auch, jetzt macht Aiko endlich mal ein bisschen mehr Schaden mit ihrer Kralle da. Und sie hat Karfunkel gelernt, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Moment, dann... Gucke mir mal an, ganz kurz, ob du noch eine andere Beschwörung bekommen kannst. Du kannst Husk lernen. Ability Up. Phoenix. Und hier noch einiges. Ja, ich will dir auf jeden Fall erstmal Phoenix geben. Was kann ein Phoenix nochmal? Ist das... Ich will das kurz nachgucken. Fügt Gegner Hitzeschaden zu? Ja, genau. Genau das ist es nämlich. Das ist relativ spannend. Ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwann, wenn wir irgendwann beim Final Boss sind, dann Aiko mitnehmen, anstatt Lili zum Final Boss. Wegen dieser Beschwörung. Zumindest ist das so meine momentane Ansicht. Kann sich alles noch ändern, wer weiß das schon. Aber eigentlich, ich will nie zum Final Boss. Ich will dieses Spiel für immer spielen. Es ist so super. Ganz ehrlich, es ist so toll, dieses Spiel. Es ist einfach so, so schön. Es macht mir voll Spaß. Es macht mir voll Spaß, das Spiel. Rede ich gleich weiter drüber. Also, oh, guck mal. Da lernt mir irgendwie jeder was davon. Es ist halt einfach... Das ist bisher das Final Fantasy LP, das ja am meisten Spaß macht, von den ganzen, die bisher so liefen. Bisher liefen ja Teil 1 bis 4. Oder 4 läuft momentan, noch besser gesagt. Und dann macht mal der Teil ja einfach am meisten Spaß, weil es endlich mal nicht halt so... Weil es gerade neuer ist, sozusagen, irgendwie. Als halt so ein alter Teil. Und ich bin auch voll der Fan von diesem ATP-System. Und weiterhin mag ich einfach alle Charaktere voll gern. Du hast MP plus 10 gelernt, oder? Ja. Ich mag die ganzen Charaktere voll gern. Ich mag die Story voll gern, deswegen mag ich das Spiel halt so ein bisschen mehr als andere Teile, die bisher liefen. Ich glaube auch, dass Final Fantasy 9 mein liebster Teil sein wird. Ich muss erstmal alle durchspielen, um da was schlussendlich so zu sagen zu können. Aber
Bisher gefällt es mir halt echt gut. Ich kenne ja bisher nur Teil 7, Teil 10 und 1 bis 4. 4 noch nicht vollständig, wie gesagt. Und von dem allen gefällt mir wirklich 9 am besten. Zumindest so bisher. 7 ist auch ziemlich gut und 10 auch. Die sind alle so auf einer Wellenlänge. Aber ich mag 9 wahrscheinlich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen mehr als 7 und 10. Ja. Einfach, weil 9 ist einfach eine ganz gute Mischung aus epischer Story. Es werden immer wieder Witze reingebracht. Du hast, glaube ich, bei der Scheiße gelandet, oder? Ja, immer mal wieder so ein paar Witze und all sowas. Und deswegen ist das Spiel halt nicht so steif wie andere Teile sozusagen quasi. Das gefällt mir einfach voll an diesem Spiel. Das war gerade wieder ein Charakterenkampf. Ach ja. Wovon habe ich gerade geredet? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist so das Ding. Ja. Ich freue mich auch schon voll auf andere Teile, die zu spielen. Teil 8 und Teil 5 und weiter und so fort, Teil 10. Weil man immer wieder von voll vielen Leuten hört, das sind richtig gute Spiele und deswegen, ja. Deswegen freue ich mich da schon richtig drauf. Deswegen, ja. Deswegen, ich liebe diese Reihe einfach, weil sie ist so super, die ganze Reihe. Sie hat einfach so viele tolle Spiele. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ja, ich rede gleich wieder drüber. Das Rausschneiden der Kämpfe zerstört gerade voll den Spielfluss, aber ich komme halt so einfach schneller voran, als wenn ich die drin lassen würde. Oh, bin ich hier richtig? Ich speichere einfach mal vorher selber. Ja, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich voll darauf gehypt, weitere Teile zu spielen. Vor allem halt so Teile wie 8 und 6, wovon man immer wieder hört, dass sie richtig gut sein sollen. Und ja. Deswegen. Das wird super für den Kanal weiter mit den ganzen Teilen Final Fantasy und so fort. Und wenn die Reihe dann irgendwann vorbei ist, wenn ich alle Spiele durchgespielt habe, bin ich wahrscheinlich voll traurig, weil ich alles durchgespielt habe. So, jetzt haben wir hier euer Wert. Mal gucken. Dann gibt's Replays von allen Teilen, genau. Euer Wert. Die Schrift sieht voll komisch aus irgendwie. Und das Team hier ist auch interessant auf jeden Fall. Und es ist sehr selten, dass hier jemand vorbeikommt. Aber wenn du schon mal hier bist, dann nimm bitte diesen Brief mit, Kupo. Übergib diesen Brief an Moel. Ja. Dank, Kupo. Hast du sonst irgendwas? Nö. Mockshop. Oh, guck mal. Oh. Sehr schön für Steinerlein. Sehr schön für Freierlein. Sehr schön für Mahagon. Den habe ich schon angelegt. Zweimal. Ja, habe ich schon. Inventar zweimal. Okay, hier haben wir es für Aiko. Und schon habe ich kein Geld mehr. Das ist uncool. Wo ist denn Reif? Oh, hätte ich mein ganzes Geld nicht ausgegeben. Ah, hier gibt es so viel. Kann ich auch Dinge verkaufen? Dann verkaufe ich mal ein bisschen was. Nee, ich will es eigentlich alles gar nicht verkaufen. Vielleicht kann ich ja irgendwann damit noch andere Dinge schmieden. Moment, ich weiß, was wir verkaufen können. Wir haben doch genau hier ganz, ganz viele Peridote bekommen. Okay, die geben alle nur ein... Toll. Toll. Das ist natürlich wieder super. Dann gucke ich einmal ganz kurz. Was habe ich hier alles eigentlich gekauft? Ich habe ein Schwert für Steiner gekauft, das weiß ich. So, da. Carbonados. Hat das irgendeine... Nein, sehr schön. Weil das alte hatte das Donnerelement, deswegen... Deswegen
hat er zum Beispiel diese komischen Zagnar-Viecher gewesen, die, glaube ich, anscheinend mit Donner aufgeladen. Das war dann eher uncool. So, was habe ich mir gerade noch gekauft? Ich habe mir noch was. Genau, für dich die Giftkrallen. Oder noch Lernst, kannst du die erstmal nicht ausrüsten. Nee, die mit Kriegreich. Ja, Giftkrallen habe ich gerade raus, ausgerüstet, ich Idiot. Ja, ich denke mal, wir können hier noch zu diesem Chocobo, genau. Mog zurückkehren, deswegen kehre ich noch mal dahin zurück. Und wenn nicht, dann habe ich ein ganz großes Problem. Ja. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Na okay, logischerweise in euer Wert, aber was ist das hier? Ist das der Eingang? Ha. Sesam, öffne dich. So ein fettes Tor. Wie sollen wir das bloß aufkriegen? Hä? Nun, ich denke, das dürfen wir rückwärts eine Aufforderung einzutreten missverstehen. Na, dann wollen wir mal. Frei nach dem Motto, tritt ein, bring Glück herein. Alles klar. Wo sind wir jetzt hier? Was ist das eigentlich? Allheilmittel. Aha. Und was ist das da im Hintergrund? Morgenschein, was ist das denn? Ist das was Wertvolles hier? Morgenschein. Virgo. An der Brandung der untergangenen Sonne. Blablabla. Das müsste jetzt ganz unten sein, Morgenschein. Was ist das denn? Ah, so ein Teil. Ah, aha, die Dinger sind also für Maragons Werfenfähigkeit da, okay. Ich habe mich immer gewundert, was das hier eigentlich ist, deswegen. Moment, ich sehe auch gerade, dass alle wieder voll viele Ability-Dinger haben. Das Ganze zum Beispiel hat jetzt 4. Da kann ich immer ein bisschen was Neues reingeben. Hier. Zum Beispiel. Thermometer zum Beispiel. Oder ist was anderes wichtiger? Frost und Glut. Es wäre Licht wäre auch ganz gut, denke ich mal. Packe ich das rein. So, bei dir, liebe Aiku, haben wir da etwas. Das wäre wohl ganz gut, denke ich mal. Na, da fehlt mir noch ein Punkt, deswegen erstmal nicht. So, was kann ich bei dir reinpacken? Auch eher nix. So, bei dir. Auch eher nix, gut. Dann muss ich ja erwarten, bis alle einen weiteren Punkt da haben. Das wäre wohl das Beste. So, wo bin ich hier? Die alle so voll interessant aus. Okay. Elixier. Wieso? Was ist das? Was ist diese große Kugel hier? Muss ich davon mehrere finden und die aktivieren, diese blauen Kugeln halt, oder? Was hat das zu bedeuten? Ist auf jeden Fall alles hier voll interessant. Das sind nochmal zwei Mogs und Schildskin. Muel. Ah, guck mal. Danke für den Brief von Mimosa Kupo. Es hat Zeit, hat mir Mokrimilian keine Briefe vorbeigebracht. Mir war schon ganz einsam zumute. Ich lese ihn gleich, Kupo. In der Zeit kommen ja gar keine Briefe mehr an, Kupo. Warum denn nur? Sag mal, Moll, willst du nicht mal schnell zur Mognet-Zentrale gehen und dich beschweren, Kupo? Mir reicht mittlerweile. Ah, ich will Mimosa nicht verärgern, sonst regt ja er, okay. Er sieht aber so auf. Aber wenn ich nur wüsste, wo die Zentrale ist. Ja, das ist so das Ding. Hallo, Stilzkin. Nein, eigentlich nicht. Komm, ich mach's einfach. Habe ich zu wenig. Oh. Ups. Stimmt, wir hatten gar keine Kämpfe mehr. Ja, dann brauche ich meine. Oh, das wollte ich nicht. Dann brauche ich meine Gear lieber für die Dinge, die ich noch kaufen möchte. Aus dem Mockshop da.
Oh, die hat so viel coolen Stuff da drin. Das ist von so einem komischen Malerei am Boden. Aber nur um das hier zu beleuchten. So ein riesen Ding aufzuhängen, ich weiß nicht recht. Okay. Gia-Kette. Oder Chia, keine Ahnung, was ist das? Esprit, das könnte ganz spannend sein. Kannst du was davon lernen? Du könntest Vollmond davon lernen, aber das brauche ich eigentlich nicht so recht. Du kannst es eh nicht anlegen und du lernst noch. Aber kannst du Esprit lernen? Ah, schade. Das ist bestimmt mal was für Vivi, oder? Esprit, das kann ich mir schon so vorstellen. Ich gehe mal davon aus, es ist der gleiche Zauber wie in Final Fantasy 2. Da konnte man damit MP abzapfen. Das wäre voll cool, den jetzt hier auch zu können. Da müsste ich nicht immer... da müsste ich nicht immer Ether einsetzen. Was ist das hier? WTF. Der Ort ist sehr interessant, sage ich mal. Wo komme ich hier wieder raus? Hier, oder? Ja. Der Ort ist auf jeden Fall sehr interessant. Und auch interessant ist, dass hier keine Zufallskämpfe kommen. Da war keine Natur, Lass mich zurück ins Spiel. Ist das ein Planet? Sieht das hier nicht ein bisschen wie Schriftzeichen aus? Mutter, Terra? Mehr kann ich nicht lesen. Hast du das gerade tatsächlich gelesen? Es ist ein wenig... Es ist weniger, dass ich das lesen kann. Vielmehr sprechen die Schriftzeichen zu mir. Ich raff das auch nicht so ganz. Okay. Alles klar, sie dann, alles klar. Carbonados. Was ist das schon wieder? Was ist das schon wieder? Es ist... Das ist doch wahrscheinlich, was ich gekauft habe für Steine, oder? Och nee. Ja, das ist das. Wisst ihr was, dann gehe ich das verkaufen, das sehe ich gar nicht ein. Dann verkaufe ich das jetzt, damit ich ein bisschen mehr Geld bekomme. Und mir mehr Stuff für meine ganzen Tiertitel kaufen kann, ganz ehrlich. Das sehe ich gar nicht ein. Nee. Nö. Einfach nö. Aber jetzt mal ehrlich. Man sollte halt immer vorsichtig sein, wenn man den Zeug so kauft. So, hi, Mockshop. Ich würde gern... Oh, jetzt bin ich ganz runter. Okay, vielleicht so... Irgendwie... Schneller? Ja, geht es, okay. Ja, das sind schon mal ein paar Gil wenigstens. Sehr schön. Okay. Dann... Vielleicht kann ich ja jetzt was Cooles irgendwie kaufen. Das ist alles schon gekauft. Das habe ich auch schon gekauft. Habe ich. Nein. Die habe ich schon. Diese, das ist nämlich die Versteiner. Dass er was zum Lernen hat. Und schon habe ich kein Geld mehr. Ja gut, dann lege ich jetzt gleich mal an für Steiner hier. Ability habe und Götterspeise. Sehr schön. Endlich mal was mit der Götterspeise lernen kann. Das gefällt mir doch. Ich habe gerade bei Sedan's Ability Points, oder die Dinger eigentlich heißen, 67 gelesen und war voll verwirrt, aber nein, es war nur 37. So, okay, dann gucken wir uns weiter, muss ich sagen. Ich mag die Musik hier voll. Das ist ein Remix von The Place I Sometime. Nee, wie heißt das Team? Irgendwas mit The Place. Ich hab's vergessen. Dösen. Steiner wird selber halt dösen. Das ist ziemlich uncool. Was ist das für eine Ability? Schützt die ihn vielleicht für Schlaf oder so? Ah! Das ist ganz cool, ehrlich gesagt.
Moment, wieso hast du Kannibale drinne? Dann mach das raus und pack das rein. Wieso hast du Kannibale drinne? Gute Frage, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht dachte ich irgendwie, dass er gegen Kutscher kämpft, man hat es deswegen reingepackt oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Hier gucken wir uns gleich um, wir haben jetzt nämlich hier oben noch ein paar Wege. Hier kann ich nichts mehr machen, okay. Was ist hier? Wo bin ich hier? Ich will ja doch voll gern eigentlich nichts verpassen oder so. Ziemlich komische Kugel irgendwie. Keine Reaktion. Ich würde aufpassen, was du machst. Dass die Kugel dich irgendwie umbringt oder so dann. Ganz ehrlich. Und was sind das für komische Laserstrahlen oder Lichtstrahlen oder so im Hintergrund da? Das verwirrt mich voll. Wo bin ich hier eigentlich? Das ist immer die Frage, die ich mir gerade stelle. Federstiefel. Federstiefel haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Interessant. Was ist hier? Hier haben wir... keine Reaktion. Klopf nicht wieder dagegen. Kommt vielleicht auch auf die Reihenfolge an. Hä? Wie kommt auf die Reihenfolge an? Oho, tut sich ja doch was. Ein Schiff aus einer alten Hochkultur. Aus längst vergangenen Tagen. Das ist doch eine bestimmte Reihenfolge. Ein Kriegsschiff? Technisch auf unterem Stand. Leicht in der Fertigung. Okay. Was auch immer du mir damit sagen willst, sie dann. Kraftkette. Gucke ich mir gleich an. Ach, hier gibt es Zufallskämpfe. Wow. Das war jetzt sehr überraschend. Was auch immer. Euch kennen wir aber schon. Ich muss aber sagen, das sieht hier richtig cool aus. Neurosehieb. Man hat scheinbar Neurose, das ist uncool. Was bringt Neurose eigentlich nochmal? Ich habe keine Ahnung. So, okay. Was war Neurose nochmal? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Neurose eigentlich bringt. Das war mit Baldrian, oder? Ja. Charakter wählen. Was ist Neurose nochmal? Das muss ich mal. Das sollte ich mal googeln. Irgendwie. Kriegsschiff? Invincible? Testmodell? Invincible, das ist das Auge, oder? Prototyp fehlgeschlagen. Invincible war das Auge, glaube ich. Ja, und die Invincible war auch ein Luftschiff aus Final Fantasy 3. Ja. Krass, oder? Kriegsschiff, Invincible, Erstmodell. Das derzeitig verwendete, verbesserte Modell? Okay, das derzeitig verwendete. Interessant. Also ist die Invincible nichts weiter als ein Luftschiff. Jetzt bin ich hier, alles klar. Ich kam doch aus der gelben Tür. Ich bin in die gelbe Tür eingegangen, oder? Und dann dort rausgekommen, kann das sein? Ich will. Ja, das war so genau. Gab es noch weitere Wege? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gehe einfach in die blaue Tür rein. Oder auch nicht. Ist die Tür etwa versiegelt? Jedenfalls geht sie nicht so auf. Da oben das rote Ding hat sich wieder umgefärbt. Nee, das habe ich ja rot gefärbt, stimmt. Kann ich sie blau färben? Dass die Tür vielleicht auch mal aufgeht oder so? Kann er sein. Sollte ich mal kurz nachprüfen. Nö. Okay, ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 9 wieder, wo wir uns diesen Ort hier genauer angucken werden. Erstmal gucken werden, was hier überhaupt abgeht. Na, auf jeden Fall bis dann und ciao. Euer V-Row. Tschüss.